Dienstag, 13 Uhr, 1943. Was sehen... Ah, okay, was sehe ich da? Fledermaus, Insekt? Ich bin Batman. Fledermaus. Wolf. Fuchs. Was weiß ich? Ein Wolfskopf. Könnten auch zwei Raben sein. Guck mal, das sind zwei Krabben, die singen. Krebs, Gesichter. Ein Gesicht vielleicht. Scharfe Klingen. Nee, eigentlich nicht. Tod. Oh, hier sehe ich den Tod. Alter, ja. Boah, Tod. Definitiv. Zweimal sogar. Tod. Doppeltod. Ah, wir sind bei Psychoanalyse. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Mein Leben endete mit Jasons Tod. Als dieses Auto auf uns prallte. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht... Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Tja, ein bisschen Therapie schadet nie, nicht wahr? Der sieht auch sehr vertrauenswürdig aus, der Mann. Auf jeden Fall. 16.10 Uhr, 25,04 mm. Willst du was essen? Ich weiß nicht. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Lüge! Ich rieche Lügen. Wie war es denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Verdammt! Ach komm, zu spät. Das war mir schon 7:50 oder so, wo der ins Bett gegangen ist. Jetzt kack doch mal nicht ins Hemd, ey. Ohne Spaß, ne? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Okay, ich muss ganz kurz dieses Bild verinnerlichen. Ich muss mir nämlich, glaube ich... Ich verrate nicht, warum. Ich verrate nicht, warum. Weil das später... Ich werde wahrscheinlich sowieso vergessen, was der anhat. Ach verdammt, jetzt habe ich es ja doch verraten. Ja.
Ich glaube es mir, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, ich muss mir merken, was der anhat. Ich werde es eh vergessen. So, was, ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt? Was mache ich, um ihn aufzuheitern? In die Fresse schlagen. Vielleicht klappt's ja. Er hatte einen Bumerang in der Tasche. Ich konnte früher ganz gut damit umgehen. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Früher hat Sean die Wippe geliebt. Vielleicht hat er Lust zu schaukeln? Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason. Armer Sean. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Boah, komm. Ey, es war jetzt nicht 8, aber das war was? Was waren das? 10 nach 8 oder so? Was sind daran so schlimm? 10 Minuten, ey. Jetzt mal, komm mal auf den Teppich hier. Sean sieht traurig aus. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht. Ärgert mich aber, dass ich es nicht geschafft habe, dass ich das nicht eingehalten habe. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Hm. Warum hast du denn einen? Kann ich mal probieren? Jetzt pass mal auf. Daddy zeigt dir, wie es geht. Man muss erstmal so den Arm machen, dann muss man den Arm so machen und dann muss man so. Da ist er. Wuhu! Ja, guck mal, da lacht er doch. Das finden wir doch super. Also mich den Controller gleich wieder nach unten schmeißen. Auf den Tisch. So. Da. Wow, du hast geschafft, Dad. Easy. Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, ja, ich weiß. Gemeinsam. Also das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Du brauchst einen perfekten 45,835 Grad Winkel, denn sonst funktioniert das nicht. Verstehst du? Jetzt wirf ihn. Geschafft, Dad. Ganz toll, Sean. Siehst du? War gar nicht so schwer. Juhu. Ich meine, so kann man es natürlich auch machen. Man lässt ihn einfach gar nicht los. Man braucht auch nicht zurückkommen. Tja, was jetzt? Ich finde etwas anderes für uns beide. Vielleicht eine Fahrt im Drehkarussell? Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Jetzt wird er voll auf die Fresse fliegen. Alter, geh da hin. Verdammt. Raufsetzen. So. Komm, Dad, lass mich fliegen. Ja, doppelter Salto. Wuhu. Höher. 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 Na gut, so. Ah, jetzt wird's ein bisschen doller hier. Jetzt gibt's gleich Rührei. Ja, immerhin hat er Spaß. Und jetzt? Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt geht's aufs Drehkarussell. Wir wollen Spaß. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Klasse! Auf die Fresse fliegen, bluten, juhu! Das finden Kinder mal toll. Alles klar, dann drehen wir mal an, so schnell wie wir können, ne?
Hoffentlich hebt er ab. Los, Dad. Hoffentlich so hebt er ab, kannst. Yeah. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Naja gut, das ist jetzt aber nicht sehr schnell. Schneller. Schneller. Oh Gott, ich muss ja weiter drücken. Hat mich das Spiel ein bisschen verarscht, muss ich sagen. Boah, da muss er gleich kotzen. Da wird einem doch übel, wenn er die ganze Zeit im Kreis läuft. Tja. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Ein gutes Astronautentraining. Gut, jetzt hätten wir im Grunde die Schaukel und das Karussell noch. Wie gehen? Pff, niemals. Der Himmel zieht sich zu. Es regnet bald. Egal. Well, wo ist die Schaukel denn? Hä? Ich habe doch gerade eine Schaukel. Hä? Schaukel? Hallo? Ach, hier ist die Schaukel da. So, jetzt wird geschaukelt. Wir machen einmal alles. Jede Attraktion. Ich schub's an. Okay. Wollen wir, oder andersrum. Ich gehe auf die Schaukel, du schubst an. Hä? Wäre auch cool. So, na gut. Ach ja, schaukeln. Alter, diese Steuerung manchmal mit der Kamera, das ist echt ein bisschen frickelig. Aber irgendwie klappt es ja dann doch. Ganz gut, ja. Und jetzt, ach, loslassen. Hui! Ah, oh, nö, verkackt. Ich mache nochmal. Warte, warte, ich hab. Ja, alles gut. Du schubst dich ja gar nicht an. Ja, verkackt. Weißt du, ich habe den Controller gerade gar nicht nach unten gemacht. Du siehst den nicht, aber ich habe einen Controller in der Hand. Das war das Problem. So. Los, zack. So schnell wie du kannst. Ich dreh dich jetzt einmal rum, du. Einmal um die Stange. Und dann fliegst du gegen die Wand, du. Das macht dann Spaß. Das sag ich dir. Geht besser aber als mit der PS3. Da war das ein bisschen schwierig, fand ich, das hinzukriegen. Hier kann man das so ein bisschen leichter aus dem Handgelenk machen. Also man muss es nicht so mit voller Gewalt... Das war schon? Das war cool. Yo, Bro. Geil. Schissel, Manesel. So. Es macht ihm wohl Spaß. So ein Lachen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hä? Kann man nicht das Karussell noch machen? Ich finde etwas anderes für uns beide. Ach, ich muss zum Kartenmähen, ne? Nee, muss ich gar nicht. Okay. Aber ich habe, glaube ich, auch gar nichts mehr. Au! Wo ist der hin? Moment, na. Ach, da ist er. Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Okay. Ah, ich wollte schon gerade sagen. Manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Tja, aber das ist leider nicht so. Das ist leider nicht so. Kann man hier irgendwas machen? Ne. Los, komm, Dad. Was machst du? Ich komme. Ja, ist ja gut. Ich wollte noch ein bisschen was gucken. Manu. Blöder Arsch. Alter, wo geht der denn hin? Ist er besoffen? Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hole die Karte. Ausnahmsweise. Aber nur weil heute nicht Sonntag ist. Einmal. Ein Dollar. Dün, 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 dün. Jeha! Tja.
fährt eine Runde Karussell. Ah, jetzt hat er wieder Blackout. Aber warum? Warum hat er immer Blackouts? Ich weiß gar nicht, ob das geklärt wird im Spiel. Später. Es muss ja einen Grund dafür geben, irgendwie. Keine Ahnung. Ob das echt sowas Psychosomatisches ist. Keine Ahnung. Oh Gott! Alter! Man hat jetzt nicht mit gerechnet, dass ich hier was drücken muss. Weil vor allem ist er wieder auf der gleichen Straße. Wobei, doch, die Straße ist, glaube ich, gar nicht mal unwichtig. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Das werden wir sehen, wenn ich schaffe, alle durchzubringen. Lebend. Sean! 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 Keine Ahnung, wo ich hinrenne. Ich renne einfach. Achso, er hat einen Blackout. Er ist wahrscheinlich einfach gegangen, ne? Hat Sean da allein gelassen. Okay, aber der Rucksack ist noch da. Das finde ich halt auch... Alter, nimm den scheiß Rucksack jetzt. Das finde ich halt auch krass, dass das alles so ein bisschen wackelt. Das soll halt seine Nervosität und Angespanntheit rüberbringen. Klappt ganz gut, wenn man irgendwas zum Reden auswählen soll. Weil, naja. Du siehst halt teilweise nicht wirklich, was der sagt. Tja, hoffentlich ist er zu Hause. Okay, hier ist er nicht. Alter, diese Steuerung, ne? Hier scheint er auch nicht zu sein. Oh fuck, 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 oh fuck. Oh guck mal, er macht automatisch den ganzen Scheiß an. Alter, dieser manchmal ist die Kamera echt behindert, ey, ohne Spaß. Okay, ist er auch nicht. Alter, ich will in die andere Richtung. Nein! Verdammt, Alter, ich will hier hoch, Mann, Kamera. Holy fuck. Das Schlimme ist, jetzt ist der zweite Sohn. Also der ist ja noch nicht tot, aber er ist weg. Oh fuck. Oh fuck. Ich habe einen Bonus freigeschaltet, yeah. Eigentlich kann man die auch bewegen, aber irgendwie geht das nicht. Mir wird immer nur gesagt, ich kann keine Screenshots machen.